Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister und liebes Livestream. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Kochen oder auch Zubereiten. Inzwischen habe ich gelernt, zu viel Kochen ist gar nicht so gut. Und wir möchten heute Morgen verschiedene Rezepte durchführen. Ich stelle die Rezepte mal so ein bisschen vor. Wir werden miteinander Brot backen. Wir werden zusammen eine Pizza zubereiten, beziehungsweise die ist schon fertig. Und, aber wir gehen die Rezepte durch. Leider kann das Livestream nicht mit verkosten. Das wäre natürlich super, aber so perfektionistisch sind wir noch nicht. Leider haben wir noch keine Flügel. Die kommen noch irgendwann, dann geht es besser. Und dann werden wir zusammen Brotaufstriche machen. Ein Brotaufstrich oder zwei. Und wir werden verschiedene Soßen machen. Wir haben die Rohkost schon zubereitet, also das heißt geschnitten. Aber wir bieten dann einfach nachher zum Essen verschiedene Dressings an. Und jeder kann das Dressing nehmen, was ihm am besten schmeckt. Wir werden jetzt anfangen mit dem Brot. Und zwar haben wir hier eine schöne große Schüssel und wir brauchen jetzt fürs Brotbacken brauchen wir Salz. Das ist im gelben Kochbuch auf Seite 106 oben. Und ich mache immer, ich bin auch ein vergesslicher Mensch manchmal, und deshalb beuge ich dem vor. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich Brot backe, kommt zuerst in die Schüssel des Salz. Und wir haben hier 2 Esslöffel Salz. Das ist das Vollkornbrot mit Haferhirse. So, dann geben wir das Mehl dazu. Aber nicht alles, fast alles. Rabea, wo ist das Wasser? Seise. Dann haben wir hier Hefe. Also ich backe zu Hause 8 Kilo Brot mit einem halben Würfel Hefe. Das heißt, wenn wir das hier ausprobieren, dann würden wir einfach einen Viertelwürfel nehmen. Wenn man weniger Hefe nimmt, dann krümelt das Brot nicht. Es wird auch nicht so schnell trocken. Das heißt, ich backe einmal in der Woche zu Hause Brot. Und das kann man essen bis die andere Woche. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich daran erinnert. Früher hat man das Brot erst nach einer Woche angeschnitten. Und das war eine, so eine richtige, wie sagt man, ich würde fast sagen, heilige Handlung. Das hat mir mal so jemand geschildert, wie das auf dem Bauernhof zuging. Und wir haben diese Tradition oder diese Gewohnheit verloren und sind übergegangen, dass uns nur noch frisches Brot schmeckt. So, jetzt gebe ich das warme Wasser drüber, dass die Hefe ein bisschen sich aufweicht. Und dazwischen kann ich noch ein bisschen was sagen zum Brot. Dieses Vollkornbrot, was frisch gebacken ist, schmeckt am besten. Für mich fehlt die Bremse, weil frisches Brot schmeckt so gut, dass man mehr isst. Aber Tatsache ist, dass wir sehr viel übergewichtige Menschen haben. Und wenn man den Verstand einschaltet, dann sollte man Vorsorge treffen. Das heißt, man isst erst ein Brot, frühestens, wenn eine Nacht drüber gegangen ist. Und je älter das ein Brot wird, desto mehr Aroma haben wir. Und wenn nicht viel Hefe drin ist, dann schmeckt es auch. Und vor allen Dingen hat uns Gott versprochen, dass Brot und Wasser uns gewiss ist. Das heißt, wenn wir ein älteres Brot haben und Wasser, kann ich mir vorstellen, und zwar sehr gut, dass man auch noch satt wird. Und was man in der Not machen darf, das kann man früher schon lernen, dann ist man schon gewöhnt. Gut, dann gebe ich in jedes Brot 2 Esslöffel Sojamehl rein. Und zwar, das hat folgende Bewandtnis. Wir haben das Getreideeiweiß und wir haben das von dem Sojamehl, das Sojaeiweiß. Und wenn man sich vorstellt,
dass die Eiweißbausteine 25 sind, dann tut sich das Getreideeiweiß mit dem Sojaeiweiß optimal verbinden. Und der Nährwert des Getreideeiweiß wird um einiges erhöht, dass es vollwertiger wird. Und so habe ich mir das angewöhnt. Und vor allen Dingen die Backeigenschaften verbessern sich. Man könnte auch dafür statt Sojamehl, könnte man auch Kichererbsenmehl nehmen. Dann haben wir Leinsamen und Sesam. Von jedem 2 Esslöffel. Das ist mein Lieblingsbrot und viele andere auch. So, und jetzt kommt unser Brühstück noch dran. Und zwar haben wir hier 125 Gramm Hafer und 120 Gramm Hirse haben wir in einem halben Liter Wasser aufgekocht. Und das wird dann einfach, wenn es kocht, dann schaltet man die Platte ab. Entweder lässt man es über Nacht quellen oder man lässt es nicht mindestens eine Stunde stehen. Und dann kommt das unter das Brot drunter. Und ich muss Ihnen sagen, ich wusste nie, warum das Haferhirsebrot einfach der beste Teig wird. Und jetzt bin ich in einer Bäcker-Homepage gewesen, wo lauter Bäcker-Rezepte drin sind. Und ich habe festgestellt, in jedem Brot ist ein Brühstück. Brühstück, das heißt, es wird Getreide, ein Teil des Getreides vom Brot wird aufgekocht und ausquellen lassen. Und das verbessert die Qualität des Brotes. Damals, als ich das Rezept entwickelt hatte, ich habe so gern von Batschreider Brot, habe ich das kernige Brot gegessen und dann habe ich gedacht, was die kenne, kann ich auch. Und so habe ich dieses Rezept entwickelt und habe das auch nie verändert. Das ist einfach sehr gut. Gut, wer würde sich bereit erklären von der Gruppe, diesen Teig zu kneten? So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mit dem Löffel rein, dass das warme Wasser ein bisschen drunter ist, dass man sich die Hände nicht verbrennt. So. Und wenn die Rabea kalte, also einer muss sie ablösen, die Rabea kann das nicht alleine kneten. Das ist zu lang. Und zwar das Geheimnis, wenn man wenig Hefe nimmt, ist die Last die, wenn man das als Last ansieht. Man kann es auch als Fitness ansehen. Man muss mindestens 20 Minuten kneten, um einen schönen Teig zu kriegen. Das ist Fakt. Also 10 vor 11. Wir machen in der Zwischenzeit weiter. Ist jemand von Ihnen in der Gruppe, der glutenfreies Brot essen muss? Gut. Wir haben nachher zum Probieren, habe ich ein glutenfreies Brot mitgebracht. Also, ja, jetzt denke ich an jemand. Wo sitzt sie? Ja. Die Nachbarin von dir hat eine Autoimmunerkrankung. Und wenn du ihr das mitteilst, sie muss unbedingt glutenfrei leben. Ja. Und du kannst ihr, wenn du sie siehst, wann siehst du sie wieder? Dann nimmst du den Rest glutenfreies Brot mit. Und kann ich ja einen schönen Gruß sagen. Gut. Glutenfreies Brot ist bei Immunschwächen und bei bestimmten Erkrankungen wie Rheuma und Pilzerkrankungen und ja mehr noch ist es oder Schizophrenie. Ich habe einen jungen Mann, der Schizophrenie hat. Und ich habe das gelernt, dass bei Schizophrenie um ein wesentliches schneller die Heilung vollzogen wird, wenn man glutenfrei lebt. Und er hat es praktiziert und er ist richtig glücklich. Es hat ihm wirklich geholfen. Also wenn man nicht weiß und im Zweifel ist, kann man nichts verkehrt machen. Man macht es 3 Wochen und testet sich aus, wie man sich fühlt. Und dann weiß man, ob es einem besser geht. Also wenn man mit dem Darm Probleme hat,
kann es nie ein Schaden sein, wenn man das probiert. Ich habe im roten Kochbuch und im gelben Kochbuch ein glutenfreies Rezept und man kann sich auch daran gewöhnen. Im Moment ist eine Umstellung. Gut, wir werden jetzt, nachdem dass der Brotteig gemacht ist, möchte ich noch was zum Brotteig sagen. Und zwar, man kann mit diesem Rezept die besten Rosinenbrötchen machen. Und zwar, ich mache dann nachher, wenn der Teig gebacken wird, und es kann sein, dass so eine gute Handvoll Teig übrig ist, es lohnt sich nicht mehr, eine neue Form zu machen, dann gehe ich in den restlichen Teig, mache ich eine Handvoll Rosinen rein, dann gehe ich hin und mache gehackte Nüsse rein, entweder Mandeln oder Haselnüsse oder von beidem. Und dann habe ich hier echte Vanille, so eine Messerspitze, eine gute Vanillepulver rein. Dann kommt es unter den Teig und dann gibt es Rosinenbrötchen. Da kommt kein Fett rein, da kommt kein Honig und kein Zucker rein und die schmecken echt gut. Und also Rosinenbrötchen, ich habe jetzt jemandem vor 14 Tagen eine Freude gemacht und sie hat mich angerufen und hat sie gesagt, Esther, echt größere Freude hättest du mir nicht machen können. Ich habe an dem Tag kein Vesper dabei gehabt und ich habe die Rosinenbrötchen und diese Woche hat sie bei mir 20 Stück bestellt. Sie ist so glücklich, diese Rosinenbrötchen. Aber mit dem normalen Teig geht es nicht so schön wie mit diesem Haferhirse-Teig. Das ist einfach dieser kernige Teig, passt ideal zu dem Ganzen. Wir werden dann portionsweise den Teig auswählen, gehen lassen und 10 Minuten, so 8 bis 10 Minuten, je nach Ofen und je nach Hitze, den Teig vorbacken. Dann kommt die Füllung der Pizza drauf. Und zwar haben wir die hier auf der Seite. Seite 80 ist die sizilianische Spaghetti-Soße. Die kommt dann auf den Boden drauf. Und wir haben dann weiter hinten. Nein, weiter vorne erst. Dann gehen wir nach weiter hinten. So. Seite 50 im roten Kochbuch ist dann die Pizza beschrieben. Also ich bin eine nicht arbeitsliebende Hausfrau. Ich gucke, wo ich mir das erleichtern kann. Und deshalb habe ich jetzt nicht den Teig genommen, der hier steht, sondern wenn ich am Brotbacken bin, dann gibt es bei mir Pizza. Ich mache mir nicht die Mühe und mache extra einen Pizzateig. Aber dieser Pizzateig, wenn etwas Honig drin ist und ja, wenn man ein bisschen mehr darauf achtet, dass er noch Gewürze, italienische Kräuter hat, dann wird er noch ein Schick besser und ein Tick. Und dann mache ich immer auch vom restlichen Teig entweder einen Rahmkuchen oder einen Lauchkuchen oder einen Zwiebelkuchen. Ich gucke, dass man soweit wie es geht, sich die Arbeit nicht noch vergrößert. Und es gibt das schöne Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Gut, dann haben wir die Pizza, den Belag. Zuerst kommt ist alles dort beschrieben. Und der Cheddar-Käse, der ist auf Seite 83. Der wird folgendermaßen zubereitet. Wir tun Maisstärke und Agar-Agar mit Wasser aufkochen. Dann kommt zu dem Rezept 120 Gramm Sesammus. Manche mögen unheimlich gerne Sesammus, die essen das auch jeden Tag. Aber meine Familie mag das nicht. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute kein Sesammus zu nehmen. Wir haben im anderen Rezept Sesammus, das reicht dann. Ich habe dafür Cashewnüsse genommen, man könnte auch dafür Erdnüsse nehmen und man könnte auch dafür Mandeln nehmen. Wenn man das jetzt toppen wollte, dann könnte man geröstete nehmen. Aber wir haben jetzt frische Cashewnüsse genommen. Dann kommt dazu Zitronensaft, Hefeflocken. Hefeflocken gibt den käsigen Pep. Paprika gibt den käsigen Pep, also ein bisschen Farbe. Und zum Schluss wird es abgerundet mit Salz, Zwiebelpulver und Knoblauchpulver. Wir haben das jetzt, weil ich gestern 3 Vorträge hatte, habe ich
gestern Abend ins Bett vorgezogen. Wir haben den Käse heute Morgen gemacht. Aber wenn man jetzt so ein besonderes Klassik machen möchte, dieser Pizza, dann macht man eins oder zwei Tage vorher oder vielleicht auch eine Woche vorher den Käse oder man macht ihn und friert ihn portionsweise ein, dass man nicht jedes Mal anfangen muss und tut dann, bevor man die Pizza belegt, den Käse raus und reibt ihn in der Gemüseschneidmaschine wie Käse. Und ich habe mal auf der Diebolsburg gebacken und ich habe den Käse so gerieben. Die wollten mir nicht glauben, dass das nicht richtiger Käse ist, weil die Optik so echt ist. Ja? Das Einzige, was wahrscheinlich fehlt, das ist das Ziehen der Fäden des Käses. Manche sind auch schon zufrieden, dass es so aussieht. Also grundsätzlich, Gott ist kreativ. Und Gott möchte auch haben, dass wir nicht sture Leute sind, sondern kreative Leute. Und ihr könnt jedes Rezept, was ihr macht, da kann man auch x-beliebig austauschen, nur in der Gefahr, dass man dann mit der Zeit nicht mehr im Rezept bleibt, sondern ein neues Rezept geschaffen hat. So weit kann es dann auch kommen. Wir werden nachher das Brot probieren. Ich habe das zu Hause noch gebacken, für die, die hier sind. Und ihr könnt probieren, das ist am Donnerstag gebacken, bevor ich weggefahren bin, wie das schmeckt am Sonntag. Jetzt habe ich jemanden in der Technik eine besondere Freude gemacht. Und zwar, ich habe Mandeln heute Morgen mit kochendem Wasser eingeweicht, im Moment stehen lassen, die Mandeln abgepellt. Ich habe also Damen gehabt, die mir geholfen haben. Ich habe die Zeit nicht gehabt, ich habe andere Sachen gemacht. Dann haben wir die Mandeln geröstet, so etwa 15 Minuten bei 150 Grad, wenn sie ganz leicht braun werden. Dann habe ich sie in den Thermomix gegeben und habe sie auf 10 Minuten Turbo gestellt. Und danach haben wir das so lange gemixt, bis wir diese Creme hatten. Jetzt dann. Dann gibt es, das Rezept heißt Kokoscreme. Und ein Kind, ich habe das Rezept mal vorgestellt auf einem Buffet und habe gesagt, das ist der Himmel auf Erden. Und dann kam ein kleiner Junge zum Buffet und sagt, ich möchte der Himmel auf Erden. Jetzt muss ich Ihnen noch ein bisschen was sagen. Man ändert sich ja. Und wir haben gestern gelernt, dass Gott in 3. Mose 11, Vers 17, wenn ich mich richtig erinnere, steht, dass wir kein Fleisch, kein Fett, nein, kein Blut und kein Fett essen sollten. Und ich muss dazu sagen, alles, was gebacken und fettig ist, hat leider den Beigeschmack, dass es immer besser wird. Und wenn Gott uns aber sagt, dass wir kein Fett essen sollen, dann meint er das gut mit uns. Ich habe jetzt zwei sehr enge Bekannte in meinem Bekanntenkreis, die erkrankt sind an Alzheimer. Und das ist so hart. Es sind beides Geschäftsfrauen gewesen, beide fit wie ein Turnschuh. Und es hat sich mal einer einen Witz erlaubt und hat einfach drei Briefumschläge gerichtet und hat den Zettel reingesteckt, es kommt alles raus. Und was meint ihr, was dabei rausgekommen ist? Zwei Leute haben sich das Leben genommen und der hat nur einen Jux gemeint. So, jetzt kann jemand die Rabea ablösen. Man weiß, dass Alzheimer eine Zivilisationskrankheit ist. Es kommt einmal durch zu viel Essen. Es kommt einmal durch Industrieessen. Es kommt zum anderen dadurch, dass man Geschmacksverstärker zu sich nimmt. Das weiß man auch. Man weiß, dass es mit Medikamenten zusammenhängt.
Man weiß, dass es mit Sauerstoffmangel zusammenhängt und man weiß, dass es mit Omega-3-Defizit zu tun hat. Also alle Alzheimer-Patienten haben ein Defizit von Omega-3-Fettsäuren. Deshalb habe ich mir angewöhnt, zum Beispiel, ich habe das auch zum Beispiel mitgebracht, ich suche gerade das Gläschen. Das ist es. Und zwar habe ich hier gemahlen eine Leinsaat. Und ich habe mir angewöhnt, über mein Frühstück einfach so einen guten Esslöffel Leinsamen zu streuen. Und bestens. Alles, was zur Gewohnheit wird, das vergisst man nicht so schnell. Im Übrigen sind viele Erkrankungen viel besser und schneller werden geheilt, wenn man ein gutes Leinöl zu jeder Mahlzeit nimmt. Einfach weil ein Defizit von Omega-3 eventuell mitverantwortlich ist, dass der Körper eine Entzündung in sich trägt. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Fett. Fett schmeckt gut, ein Butterbrot, viele lieben sogar mit Wurst und Käse drauf. Das ist für mich, ich kann mir vorstellen, dass es schmeckt, aber ich habe nicht die Vorstellung, dass es gut ist für unsere Gesundheit. Ganz einfach, weil es ein konzentrierter Belag ist und konzentrierte Nahrung bedeutet für unseren Körper viel Arbeit. Wenn jetzt einmal jeden Tag, weiß ich wie, schwer arbeitet, der hat weniger Probleme als einer, der jetzt im Büro sitzt oder sich wenig bewegt. Und dann kommt auch noch darauf an, wie viel das man isst, ob man 5 Stück Brot isst oder ob man ein halbes. Das hat alles dann so seinen Stellenwert. Aber man weiß, dass Gicht und wie jetzt zum Beispiel Alzheimer und Krebs und Diabetes, Zivilisationserkrankungen heißt, das heißt, sie entstehen aus dem Wohlstand heraus. Und wenn wir bereit sind, von unserem Wohlstand was abzugeben, müssen wir zwar vielleicht was verzichten, aber am Ende mit 80 oder 90, wenn wir fit für den Turnschuss sind im Denken und alles lösen können und unseren Haushalt noch machen können, dann glaube ich, sind die wenigsten böse. Und im Übrigen von der eine Bekannte, die Alzheimer hatte oder hat, die praktisch ja, von jetzt auf nachher ausgeschieden ist aus der Arbeitswelt, die war bis zum Schluss im Büro, und ihre Schwiegermutter, die hat mit über 85 noch den Kassenschlüssel in der Hand gehabt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt sagen Sie mal, wie haben Sie das gemacht? Und dann hat sie gesagt, Esther, ich habe mich nie satt gegessen. Und die Schwiegertochter hat sie verlacht. Ja. Und inzwischen habe ich durch so viele, man weiß, dass zum Beispiel bevorstehende Herzoperationen können, wenn sie nicht zu deftig und zu heftig und zu akut sind, kann man durch eine fettfreie Ernährung auflösen. Es gibt ein Buch von Ornisch, das das ganz deutlich beschreibt. Aber wenn man ein Leben lang sehr fett gegessen hätte, dann könnte man unter Umständen die Lösung finden, lieber zu sterben, als diese mal kostet. Und deshalb ist eigentlich in gesunden Tagen, sich umzustellen und nicht unbedingt mit Vollgas das Ganze durchzuziehen, sondern Schritt für Schritt ist der bessere Weg, als wenn man praktisch gezwungen wird und man ist krank und man hat weniger Kraft, auch noch so ein Power-Programm durchzuziehen. Und wenn jemand 3 Wochen das mal konsequent durchzieht, dann wird er feststellen, wie viele Wehwehchen verschwinden, wenn man jetzt einfach mal sagt, jetzt will ich mal wissen, ob das stimmt, dass Fett so schädlich ist. Einfach 3 Wochen, das ist schnell vorbei. Und ich habe ein wunderschönes Buch, das heißt Schmerzen lindern durch richtige Ernährung. Und dieser Dr. Neil Barnhart heilt Krankheiten verschiedener Art, alles mit fettfreier Kost und tierisch-eiweißfreier Kost. Und das Buch geht zum Teil, das gibt es nur gebraucht, geht zum Teil mit 80, 90 Euro raus. Also es ist gesucht, dieses Buch. Und er fängt an mit Rückenschmerzen. Es geht über Fibromyalgie, Magenerkrankungen, Darmerkrankungen,
Es geht über Diabetes. Es ist ein wunderschöner Brief dort enthalten. Und in dem Brief steht, wie ein Mann sich gewehrt hat, die Ratschläge seiner Tochter anzunehmen. Also Töchter machen manchmal auch was Gutes. Vielleicht auch immer. Ich werde mich freuen. Aber manchmal haben Eltern Probleme. Erst erziehen die Eltern die Kinder und dann tun die Kinder die Eltern erziehen. Manche mögen das nicht so gerne. Und auf jeden Fall hat die Tochter keine Ruhe gelassen. Der Vater hatte Diabetes und irgendwann hat er gesagt, gut, jetzt probiere ich das 3 Wochen. Die Frau hat mitgemacht und in dem Buch steht ein wunderschöner Brief drin, wie glücklich, dass er geworden ist, sich zu ernähren ohne Fett und trügerisches Eiweiß. Er hat sein Diabetes verloren, er hat sein Gewicht verloren, er hat, ist wieder sportlich geworden, er ist wieder fit geworden. Er war einfach, ja, er war einfach sehr zufrieden. Und deshalb sollte man nicht unbedingt alles gleich verwerfen. Man muss auch nicht alles gleich machen, muss seinen Verstand einschalten. Aber manches kann man wirklich durchführen und kann dann selber Schlüsse ziehen, ob das für einen was ist. Wenn man das nicht mit Freuden tut, dann wird es natürlich halb so gut. Und deshalb ist, dass man das gerne macht, ist genauso wichtig, als dass man es probiert. Also unter kein Fett würde man verstehen Folgendes. Man würde Butter weglassen, man würde Margarine weglassen und man würde raffiniertes Öl weglassen. Also wenn man jetzt unter einen Weißkrautsalat einen Teelöffel oder Esslöffel aus erster Pressung kaltgepresstes Olivenöl nimmt, das zähle ich nicht darunter, sondern ich zähle diese industriehergestellten Öle dazu. Wenn man jetzt krank ist, so richtig krank, und man ist angewiesen, dass man schnelles Fortkommen hat, dann sollte man auch mit Nüsse und Avocado sparsam umgehen. Ansonsten, er spricht nicht viel drüber, Daniel Barnhardt, aber in seinem Rezeptanhang werden keine Avocados und keine Nüsse verwendet, sondern es wird Obst und Gemüse und Gewürze und Wasser verwendet und Hülsenfrüchte. Um diesen Heilungserfolg zu haben, dass man wirklich auch frei wird von Rückenschmerzen und so weiter. Denn gerade die Operation bei Rückenschmerzen, das hat er selber beobachtet, wenn die Leute ihren Lebensstil nicht umstellen, dann nützt diese Operation gar nicht, sondern die Ursache muss beseitigt werden, dass die Rückenschmerzen beseitigt werden. Und dazu gehört natürlich 1 Stunde Laufen am Tag, 6 Kilometer. Gut, jetzt machen wir weiter. Wir wissen jetzt, warum kein Fett. Früher habe ich ein Teil Mandelmus genommen, ein Teil Fett und ein Teil Honig, bisschen Vanille und Kokosflocken. Und heute ersetze ich Fett mit Wasser. Und zwar, wenn man jetzt würde Nussmus mit Honig zusammenbringen, dann würde Folgendes passieren, dann würde das gerinnen. Es gibt keine streichfähige Masse. Ich brauche erst, um das Nussmus mit dem Honig zu verbinden, brauche ich entweder Fett oder Wasser, dass das nachher eine emulgene Masse wird. Das sind jetzt 2 Päckchen Mandeln gewesen, 400 Gramm. Und wir geben jetzt 100 Gramm Wasser dazu. So. Also das aufs Brot und noch eine Banane dazu, das ersetzt jeden Kuchen oder so ein Rosinenbäckchen. Ich meine, Schwarzwälder Kirsch ist natürlich keiner. Aber jetzt wissen wir, dass der ungesund ist, da braucht man keine Brille. Ich muss mit der Hand rein. So. So, wir haben das Wasser drunter.
Jetzt gebe ich dazu Honig. Schöner Honig von der Ostsee oben, frisch vom Imker. Adventistisch noch dazu, was wollen wir mehr? Ja, geben wir mal 200 Gramm rein und der Lukas kommt dann und probiert es, ob sie süß genug ist. Ja, wenn man sich natürlich ernährt, dann stellt man sich um und was früher gut war, wird nach und nach zu süß sein. Man will nachher gar nicht mehr so süß, wie man früher gegessen hat. Und man fühlt sich auch viel wohler. Dann schmeckt eine Banane aufs Brot auch ohne Marmelade und Honig. Dann ist das schon süß. Gut, dann geben wir ein bisschen Vanille rein, was ich sagte. Es gibt einen schönen Pep. So. Dann gebe ich die Kokosflocken dazu. Gebe ich jetzt mal 100 Gramm dazu, nicht, dass es zu viel ist. So. Lukas, du kannst in Startlöcher setzen mit einem kleinen Kaffeelöffel. So. So, wunderbar schön. Können noch ein bisschen, ja, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Kokosflocken drunter machen würde, ich zeige es Ihnen gerade, auch am Livestream, dann könnte man ein Konfekt rausdrehen. Und zwar kann man dann Kugeln formen und die Kokosflocken wälzen und das sind die besten Pralinen. Pur Natur. So, du sagst, ob das süß genug ist. Also gut, dann darfst du das jetzt auch rausmachen hier rein. Wir werden als nächstes dann selber Nussmus nochmal herstellen. Und zwar passt der Mixer jetzt auch dazu. Also ich habe die Angewohnheit, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber wenn ich mit dem Thermomix arbeite, dann tue ich das so organisieren, dass ich ihn nie waschen muss, sondern ich mache ein Rezept ins andere, dass ich mich nicht noch zusätzlich mit Arbeit belaste. Und meistens funktioniert das wunderbar. Das heißt also, man müsste zuerst was Trockenes nehmen. Wenn man also was Trockenes mixen will, dann darf man nicht vorher Wasser drin haben. Das geht nicht. Man kann, wenn Süßes drin war, kann man was Salziges reinmachen. Aber wenn was Salziges drin war, kann man nichts Süßes reinmachen. So. Ja, ich möchte gern weitermachen. Und zwar, heute Morgen habe ich rohe Erdnüsse geröstet. Und zwar röste ich sie etwa eine Dreiviertelstunde auf 160 Grad. Aber je nach Ofen würde ich ab halber Stunde schon drauf gucken. Es ist jeder Ofen ein kleines bisschen stärker oder schwächer. Wenn sie so rauskommen, ist es ideal. Also nicht weiß und nicht dunkel, sondern so eine leichte helle Farbe. Und ich muss Ihnen sagen, liebe Hausfrauen, liebe Leute, die sparen wollen, man kann sehr viel sparen, wenn man es alles selber macht. Und vor allen Dingen entgeht man, dass man Zusatzstoffe hat und dass es schon länger in Regalen gestanden ist und in irgendeiner Fabrik gestanden ist. Ich habe eine Bekannte, die... Ja, das ist nicht fertig. Ja, ich bin ein bisschen ungeübt mit dem Ding. Also, na, hol unten der Geizkragen. Ein Teigschaber haben wir unten. So. Erdnussmus hat den Vorteil, man kann das süß und salzig essen und es ersetzt auch im gewissen Sinne Brotaufstrich. Also wenn man Nussmus aufs Brot hat
und dann nachher Gurke drauf isst oder eine Banane drauf isst oder ein Apfel drauf isst oder ein Stück Paprika oder Tomate, dann ist das ein absolut vollwertiges Essen. Wenn man möchte, kann man das noch salzen. Wenn man möchte, kann man ein bisschen Honig reinmachen oder brauner Zucker. Aber wenn wir jetzt hier in dem Mixer Kokospuder drin hatten oder Kokoscreme, dann kann man sich das sparen, noch was Süßes reinzumachen, weil dann haben wir denn gewisses Etwas, haben wir dann schon. Eine andere Art, die ich Ihnen zeigen möchte, ist, normale Marmelade haben wir kein Problem, die meisten essen das gerne, aber es hat zwei wesentliche Merkmale. Einmal schmeckt es gut und verführt zu mehr Essen, Marmeladebrot. Für den einen und anderen nicht, aber für den einen und anderen doch. Und man sollte das Gebet, das uns Gott gegeben hat, und führe uns nicht in Versuchung oder führe uns in Versuchung, sollte man auch anwenden. Und Dinge, die einen verführen, da muss man vorsichtig mit umgehen. Für manche ist es sogar gut, man hat sie gar nicht im Haus. Wir haben hier einfach getrocknete Pflaume. Man könnte das Gleiche jetzt mit Aprikosen machen. Man könnte das Gleiche mit Datteln machen. Man könnte das Gleiche mit anderen Trockenfrüchten machen. Man weicht die über Nacht ein und tut es dann am anderen Morgen mit dem Zauberstab oder mit dem Thermomix einfach mixen. Und dann macht man das in etwa eventuell zwei kleine Gläschen, dass man nicht jedes Mal die Marmelade auf den Tisch bringt und wieder in den Kühlschrank. Dann ist es vorteilhafter, man macht es in zwei. Und dann hätten wir eine Woche die schönste Marmelade, keine Prise Zucker. Und ich verrate euch, die schmeckt. Was ein ganz tolles Rezept ist, das haben wir im roten Kochbuch drinnen, eine Himbeermarmelade. Da tut man abends die Datteln einweichen. Und vor dem Frühstück gibt man so, wenn man jetzt eine Tasse Datteln hätte, die man einweicht, dann gibt man noch eine Tasse Himbeeren am Tag drauf dazu. Also in dem Fall, wenn sie nicht frisch zu ernten sind, dann gefroren. Und die Marmelade ist richtig lecker. Die kann man zu Waffeln essen, die kann man zu Brötchen und Brot essen. Man kann sie also richtig vielseitig, man kann sie im Dessert garnieren. Man kann zum Beispiel einen Bananensplit machen, zuerst Hirse, einen Hirsebrei, so wie Eis servieren, Banane drauf und eine Soße und ein bisschen mit dieser Himbeermarmelade garnieren. Gut, jetzt zeige ich Ihnen, wie man Erdnussmus macht. Das sind 600 Gramm Erdnüsse, die gebe ich hier rein. Dann mixe ich auf meinen Becher. Mein Becher vom Thermomix. Der Becher. Nein, ich suche den Becher. Vielleicht ist er unten noch. Ich mache jetzt weiter, ich hebe meine Hand drüber. Und zwar, ich stelle jetzt den Wecker des Thermomixes auf 4,5 Minuten und tue 10 Minuten davon ganz schnell. Ihr werdet das am Geräusch hören. Und danach werde ich die restliche Zeit den Thermomix auf die Stufe 5 stellen und ich zeige Ihnen nachher, wenn es fertig ist, was dabei rauskommt.
Das ist schon viel früher fertig. Ist wunderschön schon. Ich zeige Ihnen zwischendurch das. Wenn jetzt jemand, es gibt ja Leute, die mögen lieber grobe Sachen. Es gibt Leute, die möchten lieber feine Sachen. Jetzt hätten wir, in dem Zustand ist es ein echter Crunchy. So. Ja? In dem Zustand. Und wenn man das jetzt aber als Creme möchte, dann mixen wir das weiter. Was ist euch lieber? Crunchy oder fein? Also sind sich alle einig im Chor? Dann mache ich mit. Der Chor muss sich einig sein. Da gibt es auch was. Ja, gute Melodie. Ist immer was Gutes. Ich mache jetzt über die Trockenpflaumen Wasser. Und so stellt man sich das vor, dass es über Nacht steht. Bevor wir nachher essen, mixen wir es noch, gell? Kann ich weitermachen? Jeder weiß, wie Hirse aussieht und Hafer. Vielleicht, ich sage noch was zu Hirse. Hirse ist das einzige Getreide und Quinoa, was Basis ist. Jemand, der übersäuert ist, kann also Hirse essen. Und Hirse hat die Eigenschaft, dass es ein sehr gutes Bindegewebe stützt und schöne Haare gibt, wer gerne Locken haben möchte. Wenn ich also dreimal in der Woche Hirse esse, merke ich das an meinen Haaren, dass ich viel schönere Haare habe. Und so viel zum Hafer. Wenn meine Oma keine Kraft mehr hatte, hätte sie gesagt, was mache ich nur verkehrt? Und hätte sie 3 Tage Haferbrei gegessen und dann hätte sie gesagt, geh mir aus dem Weg. So, jetzt haben wir unser Erdnussmus fertig. Jeder kann es sehen. Ist eine richtig schöne Creme. Jetzt brauche ich jemanden, der das in ein Schüsselchen macht, dass ich wieder weiterarbeiten kann. Gut. Dann möchte ich weitermachen. Hätte jemand noch eine Frage? Gut. Ja. Wo kriegt man denn geschälten Hafer? In jeder Mühle und in jedem Reformhaus und man bekommt Hafer auch in jedem Naturkostladen. Jetzt, da bekäme man Hafer her. Also Getreide lohnt sich, ich meine jetzt auf den Sommer nicht. Aber sonst, wenn der Winter kommt, lohnt es sich, in größeren Mengen Getreide einzulagern. Wenn man das geschickt macht, dann braucht man nämlich dann auch nicht viel Zeit zum Einkaufen. Bloß, wenn man das nicht gut lagern kann, dann würde das nicht so gut sein, sonst würde das Getreide anfangen zu leben. Also es gibt Lebensmittel, die anfällig sind für Leben. Das wäre Dinkel, die haben diesen komischen Käfer. Und was auch anfällig ist, das ist Grieß. Maisgrieß, Weizengrieß, Dinkelgrieß. Da kann man also fast darauf ausgehen, dass wenn der Sommer kommt und man hat noch was vom Winter, dass es also nicht mehr tot ist, sondern lebendig. Alles kostenlos. Gut. Bitte? Ja, ja, ja. Ja. Ja, fängt trotzdem an zu leben. Bloß das Leben bleibt in sich. Es geht nicht weiter.
So. Ja. So, jetzt können wir das Nussmus, wo haben wir es? Ja. Kann ich hier reinmachen, gell? Soll ich da reinmachen? Ja, ja. Ich denke doch, ja. Gut. Wir haben die Möglichkeit, jetzt verschiedene Salate anzumachen. Aber vielleicht erkläre ich Ihnen erst noch was anderes. Und zwar, ich habe verschiedene Sachen gekeimt. Und wenn die Kamera möchte, kann sie das gerne fotografieren. Das ist gekeimter Sesam. Das ist gekeimter Boxhornklee. Und vielleicht erkläre ich, wie ich das mache, dass es so schön wird. So, hier haben wir gekeimte Sonnenblumenkerne. Hier ist gekeimter Weizen. Davon haben wir gestern schon gegessen, deshalb ist so wenig. Zum Potluck. So. Sesam und Boxhornklee und Sonnenblumenkerne. Und hier habe ich einen Topf voll mit Kichererbsen. Die habe ich am Donnerstagabend eingeweicht. Am Freitagabend, am Freitagmorgen das Wasser abgeschüttet und einfach bis heute Morgen nichts mehr gemacht. Und so bekommt man den schönsten gekeimten Boxhornklee. Also nicht viel Wasser und nicht viel wässern und sowas, sondern einfach stehen lassen. Es wäre natürlich sinnvoll, Luft dran zu lassen. Also ich habe zu Hause, ich habe es jetzt nicht mitgenommen, es gibt so schöne Keimgläser. Die haben oben so einen Aluminiumdeckel und die sind wunderbar zum Keimen. Da ist es also, man weicht es ein über Nacht, schüttet es übers Abtropfsieb ab und lässt es 2 Tage im Schrank drinnen stehen und nach 2 Tagen. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man sich was Gutes tun möchte für die Gesundheit, dann keimt man. Ich habe einen Mann kennengelernt in Österreich, der hat mit Boxhornklee seine Depressionen geheilt. Er weiß, dass wenn er gekeimter Boxhornklee isst, dass es viel besser geht. Weil im Gekeimten haben wir oft nicht das Doppelte und das Dreifache, sondern das Mehrfache von dem, was ursprünglich in dieser Nahrung drin ist. Und was noch dazu kommt, dass Gekeimtes viel verdaulicher ist. Wenn man also zum Beispiel, ich bräuchte mindestens für die Kichererbsen 1,5 Stunden zum Kochen. Und wenn die jetzt so schön vorgekeimt sind wie hier, dann sind die in einer halben Stunde fertig. Und der Vorteil ist, sie haben viel mehr Nährwerte. Einmal dadurch, dass sie gekeimt sind und einmal dadurch, dass sie nicht so lange gekocht sind. Und zum anderen sind sie viel bekömmlicher. Meine Freundin hat mich mal angerufen, Esther, ich habe meine Linsen vergessen, ich habe die eingeweicht gehabt und jetzt sind lauter weiße Würmchen, also so weiße Sprießchen draußen, was soll ich machen? Habe ich gesagt, das ist die beste Linsensuppe. Und seitdem, dass sie das probiert hat zu essen, isst sie nie mehr eine Linsensuppe ohne vorgekeimte Linsen, weil die ist viel bekömmlicher und viel, ja, schmeckt einfach besser. Gut, jetzt haben wir hier den Thermomix wieder fertig. Nein, ist gut. Jetzt können wir weitermachen. Also zum Keimen so viel. Hier haben wir Sesam. Ja, Sesam ist so wertvoll, hat Calcium, hat Omega-Fettsäuren, hat viele andere Spurenelemente und Mineralien. Von da aus kann ich nur sagen, top. Und vor allen Dingen ist es günstig ohne Ende. Also die sind vielleicht, was soll ich sagen, 80 Gramm Boxhornklee gewesen und ich habe für ein Kilo Boxhornklee, glaube ich, 5 Euro oder was bezahlt. Das heißt, es ist auch gar nicht teuer. Also um gesund zu leben, muss keiner die Einstellung haben, und dass es teuer ist. Ist nicht teuer. Teuer ist nur, wenn man andere für sich arbeiten lässt. Das ist ja teuer. Weil keiner mehr heutzutage mehr was umsonst macht. Also die Industrie lässt sich das bezahlen. Das sind die Sonnenblumenkerne. Dann zum Weizen, der wird anders gekeimt, wie das, was ich jetzt bisher vorgestellt habe. Den weicht man auch über Nacht ein, aber den muss man spülen 2-mal. Also am Donnerstagmorgen Abend eingeweicht, Freitagmorgen
das Wasser weggeschüttet, am Freitagabend gespült, Samstagmorgen gespült, Samstagabend, nein, gestern Abend habe ich nicht mehr gespült, da war fertig. Und wenn man zum Beispiel schöne, nur mal eine Sache, was man alles mit Weizenkeime machen kann, wenn man schöne Eier haben will, das weiß der Bauer, dann gibt er den Hühnern gekeimter Weizen, dann gibt es richtig gelbe Dotter. Und zwar hat Weizenkeime sehr viele Vorteile. Es enthält Vitamin E. Und Vitamin E ist sehr wichtig für unsere Arterien, dass sie elastisch bleiben. Und Vitamin E ist wichtig für unsere Haut. Und von daher kann ich nur sagen, man tut sich was Gutes. Muss es nicht jeden Tag und auch nicht zu viel essen, sondern regelmäßig essen. Man kann auch hingehen und könnte jetzt das in den Mixer geben und mit einem Apfel einfach und einer Banane, mit einer Banane oder zwei oder drei mixen, je nachdem wie viele Personen das man ist, und noch zwei, drei geriebene Äpfel drunter und dann hätte man das perfekte Müsli. Und das ist, kann man ohne mit der Wimper zu zucken, kann man das Power-Müsli nennen. Und ihr werdet sehen, ich weiß nicht, wer von euch richtig dünne Haare hat, aber wenn ich gekeimter Weizen ist, habe ich richtig schönes, glänziges, stabiles Haar. Also man merkt richtig, dass der Körper was bekommt. Gut. Wir werden jetzt das nächste Rezept machen. Und zwar machen wir einen Soja-Eisalat. Das haben wir im roten Kochbuch. Und zwar auf Seite 125. Und zwar habe ich hier Tofu. Der ist ganz frisch aus der Tofurei. Und der wird zerdrückt. Und wie ihr ja schon gehört habt, dass ich nicht so, wie sagt man, auf Arbeit erpicht bin, dass man noch mehr Arbeit macht, gehe ich einfach hin und mache den Tofu, so im Grunde genommen vielleicht in solchen Stücken. Da habe ich jetzt Wasser drin, was ich nicht will. Ich mache das jetzt einfach mal so. 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 Tofu kann man verwenden anstelle von Ei, anstelle von Käse, anstelle von, ja, ups, Entschuldigung. Man kann auch mit Tofu einen Eiersalat ersetzen. Also es sind grenzenlose Vielfalt möglich. So, jetzt machen wir da zwei Portionen drauf, dann wird es schöner. Das wird jetzt nicht gemixt, sondern das wird zerdrückt im Thermomix. Das heißt, wir stellen auf eine andere Stufe und nicht so hoch. So. Wunderbar. Also ich habe jetzt das Messer umgekehrt rumlaufen. Ja, umgekehrt rumlaufen lassen, dass es nicht so matschig wird. So. Jetzt brauchen wir eine schöne Schüssel. Ich glaube, wir nehmen diese da. Man könnte jetzt mit derselben Art Tofu, die so zerdrückt ist, das ist auch im roten Kochbuch drin und es schmeckt auch wirklich lecker, auch wenn mal Gäste kommen, Tofu-Rührei machen. Bloß wir machen jetzt einen Salat, das ist für uns besser, weil wir nicht in der Küche sind. Jetzt kommt der restliche Tofu rein, den machen wir genauso.
schneiden wir auch wieder in so Bröckele. So. So. Fertig? Mit der Hand ging das viel schnell, viel, viel langsamer. So, die richtige Schüssel, wunderbar. Wunderschön. Jetzt machen wir Folgendes noch dazu. Es kommen Zwiebeln dazu. Wo sind die Paprika und Zwiebeln? Ja, die brauche ich. Ja, zwar ganz. Ja. Wir machen jetzt in den Mixer hoffentlich, Rabea, sie soll alles mitbringen, was auf der Platte ist. Ja. Es kommt Kurkuma rein. Wir haben gestern gelernt, Kurkuma ist gut für Leberreinigung, aber heute machen wir es nicht als Leberreinigung, sondern heute gibt es die Farbe des Eis. Oh, das ist schon reingegangen, das reicht. So, Dankeschön. Ich bräuchte jetzt Gerlinde. Ich löse es. Jetzt haben wir 480 Gramm Paprika. Dann kommt die Zwiebel rein. Wenn der Mixer längere Zeit steht, muss man immer wieder unten die Füße sauber machen, sonst geht die Waage nicht richtig. Ich habe es jetzt gerade kontrolliert, weil ich den Verdacht hatte, die Waage geht nicht ganz korrekt. Da muss man einfach nur... So, jetzt kommt die Zwiebel rein. Hier haben wir so eine schöne kleine. Dann haben wir Knoblauch. Da haben wir jetzt schöner frischer da. Geben wir das dazu. Tun wir ein bisschen durchschneiden, dass es auch gut verteilt ist. Dann haben wir Salz. Mehr Salz, 1,5 Teelöffel. Dann haben wir 3 Esslöffel Hefeflocken. Die ist leider die unten geblieben. Ja, danke schön. Zitrone, gar kein, doch, jetzt. Jetzt mache ich das, dann habe ich im Mixer dann die Gewürze und das Paprika und Zwiebel. Und jetzt mixe ich das nicht, sondern ich tue das wie Salat zubereiten. Einfach grob mixen, ja? Wir wollen, sind ja keine Babys, wir brauchen ja keinen Mousse. Noch ein kleines bisschen. So. Jetzt geben wir das dazu. Ja.
So. Hier sind die Hefeflocken angekommen. 3 Esslöffel. Dann kommt jetzt 720 Milliliter Cashewsahne. Da wir einen Thermomix besitzen, ist das gar kein Problem, die selber zu machen. Und die ist im roten Kochbuch auf Seite 74. Also wenn man das gerne benutzt, Cashewsahne, dann kann man auch eine größere Menge machen, aber man sollte nicht mehr machen, als was man heute und morgen braucht. Wir haben 180, 360, das vierfache Rezept. Wir nehmen also 240 Gramm Cashewnüsse. Dass wir nicht so lange mixen, gehen wir hin und tun zuerst die Nüsse trocken mixen, bevor das Wasser dran ist. Dann kommen wir schneller vom Fleck. So, jetzt geben wir Wasser dazu, und zwar 120, ein halber Liter. Wunderbar. Wie gekonnt. So. Dann kommt ein Teelöffel Salz dazu. Und wir brauchen jetzt noch 140 Gramm Mais. Da gehen wir hin und machen das jetzt einfach hier dazu. Dann kann man es gut dazu wiegen. Mais macht alles schön in der Farbe und auch richtig lecker mit vom Geschmack. Ich freue mich immer, dass der liebe Gott alles so bunt hat gemacht und dass nicht alles gleich schmeckt. Nicht nur, dass es bunt ist, sondern jedes schmeckt anders. So. Jetzt könnte man wahrscheinlich unter Umständen das noch abschmecken mit Zitronensaft. Aber das machen wir erst zum Schluss. Wir mischen das jetzt einfach. Aber so ein 2 Teelöffel Zitronensaft könnte man ganz wunderbar dazugeben. So, jetzt darf ich eine der Damen bitten, einfach das zu mischen. So. Vorsichtig, ja. Bitte schön. Ja, gut. Jetzt haben wir unseren Soja-Eiersalat fertig im roten Kochbuch. Und jetzt gehen wir weiter. Wir haben also verschiedene Rohkost gerichtet. Wir haben rote Beete gerieben gerichtet. Wir haben Mohrrüben gerichtet, geraffelt. Und wir haben Weißkraut geraffelt. Und wir machen jetzt den Salat nicht an, sondern wir gehen hin und machen verschiedene Dressings und jeder macht sich das selber. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich auf dem Teller grüner Salat drauf mache. Dann mache ich unangemacht und dann mache ich ein angemachter Salat drauf. Entweder Weißkraut oder Mohrrüben oder rote Beete oder irgendwas, was ich halt einfach habe. Und
wir nehmen zu viel Gewürze zu uns und wir nehmen zu viel Kalorien zu uns. Und in dem Moment, wenn man sich das angewöhnt, den grünen Salat einfach mit angemachtem Salat, dann hätte man sich schon was gespart an Arbeit und an Gewürze. So schnell geht es. Und es ist besser, man fängt an zu sparen, bevor man muss. Bevor man muss. Gut. Jetzt, weil wir schon so schön an der Mayonnaise und am Soßen sind, machen wir weiter auf der Seite 75, also die Cashew-Sahne war 74. Und jetzt machen wir die bessere saure Sahne. Bessere saure Sahne schmeckt lecker zu, wie heißt es? Das ist dasselbe wie Heuhaufen, nur nimmt man statt Kidneybohne Linsen. Es gibt einen bestimmten Begriff dafür, vielleicht kommt es mir noch. Und dazu gehört die als Soße die bessere saure Sahne. Wir haben hier gekochter Reis, braucht man dazu. Jeder weiß, wie man Reis kocht, doppelte an Wasser. Und wir geben Cashewnüsse. Wir machen jetzt bei der Anzahl der Gäste, würde ich sagen, ja, es soll gut aufgehen. Das Doppelte oder das Dreifache machen wir. Ich würde sagen, wir machen das Doppelte. Dann brauchen wir 240 Gramm Cashewnüsse. Um zu überlegen, brauchen wir immer eine Sekunde Zeit. Ist immer gut. So, 240. Dann geben wir 2 Tassen gekochter Reis dazu. Und mal gucken, wo wir eine Tasse haben. Wir haben jetzt hier eine relativ große Tasse. Gucken wir mal, wie viel das wiegt. Man kann natürlich immer noch mehr Reis dazu machen. Bloß je mehr Reis, das man dazu macht, geht dieses, sag mal, die Sahne verloren. Zum Schluss ist eine saure Soße, aber keine saure Sahne mehr. Also es sind jetzt 300 Gramm gekochter Reis. Dann geben wir Dill dazu. 2 Teelöffel, wenn wir das Doppelte haben. Dann kommt Salz dazu. Hier steht 1-2 Teelöffel. Jetzt geben wir mal 2 Teelöffel dazu, wird es doppelte. Dann kommt dazu Zwiebelpulver. Da wir jetzt so viele sind und es gleich gegessen wird, machen wir das Experiment, dass wir frische Zwiebeln nehmen. Dann haben wir noch hier frischer Knoblauch. Wir haben bei uns in Zürich, wo ich gelernt habe, wir haben am Tag 1000 Gäste gehabt in dem vegetarischen Restaurant. Wir haben immer frische Kräuter verwendet. Und ich habe Leute im Tram kennengelernt, die haben geschwärmt von unserer Kost. Und das Geheimnis ist alles frisch. So schnell kann man das lösen. So, jetzt brauchen wir Zitronensaft. Den haben wir hier drin. So. Dann brauchen wir Wasser wieder. Ich freue mich, dass wir so viele Männer unter uns haben. Der ist doch richtig schön. Das sind die Rosen heute Morgen. Jetzt könnte man die saure Sahne, ja, jetzt machen wir den Jux. Hier ein paar geraspelte Möhren dazu, dann sieht es aus, dass es ein kleines bisschen hellgelb ist. Kriegt es eine schöne Farbe.
So. Eine wunderschöne saure Sahne, so sieht es aus. Probieren wir sie gerade ein kleines bisschen. Exzellent, kann man lassen. So. Das wäre auch eine wunderbare Soße zu frischen Pellkartoffeln. Einfach statt Quark. Schmeckt auch richtig lecker. Oder zum Heuhaufen als Soße. Also das sind ganz viele Möglichkeiten. So. Ist die richtige Menge, die wir jetzt hier haben. Jetzt kommt die nächste Soße. Wir sind jetzt beim Soßen machen. Und zwar, jetzt kommt ein ganz fantastisches Rezept. Und zwar steht es auf Seite 73. Und zwar wunderbare Mayonnaise. Hierzu brauche ich diesen Tofu. Und zwar, man kann ihn nehmen. Zu dem Tofu-Eiersalat haben wir ja diesen festen Tofu gehabt, ja? Und halt. Diesen Tofu, den festen, den wir hier in dem Soja-Eiersalat hatten, da nimmt man, hier steht in dem Rezept 400 Gramm Seidentofu. Wenn man den festen Tofu nehmen würde, würde man 200 Gramm nehmen und 200 Gramm Wasser. Ich zeige Ihnen, warum. Und zwar diese Mayonnaise, dieser Seidentofu, den man dazu verwendet, der ist wie Pudding, wie Wackelpudding, ganz klutrig. Und dann wäre das nicht gut, wenn man das 1:1 würde nehmen. Sehen Sie das? Der ist ganz, ganz dünn. Mit dem, wenn man ihn salzig zubereitet, kann man es als Mayonnaise nehmen und denselben Seidentofu könnte man auch nehmen und könnte süße Sahne machen. Das schmeckt richtig lecker. Also wenn man längere Zeit keine Sahne mehr gegessen hat, dann merkt man erst wie Sahne, dass sie ein richtiger Kuhgeschmack hat. Im Naturkostladen. Also ich habe es im Haar. Also wenn man eine Frische hat, dann nehme ich immer 2-3 Päckchen und man hat manchmal so spontan Besuch und dann hätte man was im Haus. Ich brauche Hefeflocken. Im Grunde genommen könnte man jetzt da wieder gekochter Reis drunter machen, um ein bisschen dicker zu machen oder gekochte Hirse. Ja. Ja. 1, 2. Dann kommt Salz dazu. Dann kommt wieder Zitronensaft dazu. Dann kommt Zwiebelpulver dazu. Da können wir jetzt heute uns den Luxus leisten, weil wir wissen, dass nachher alles alle wird, dass wir wieder frische Zwiebeln nehmen. Dann haben wir Knoblauchzehe. Und jetzt haben wir die Wahl. Entweder 4 Esslöffel Cashewnüsse oder 4 Esslöffel Öl. Jetzt haben wir schon so viel Cashewnüsse. Jetzt nehmen wir Olivenöl. So, 4 Esslöffel.
Nein, ist noch nicht viel Essen. So. Jetzt mixen wir das cremig. So. Unsere Creme ist fertig. Leider kann ich im Livestream nichts zum Probieren geben, aber die ist wunderschön geworden. Nächstes Mal laden wir den Livestream ein, sollen dazukommen. Ja, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Machen wir hier rein. Also, wenn man's, die Frage wird gestellt, wie lange es haltbar ist. Wenn man es haltbar werden lässt, dann muss auf jeden Fall Zwiebelpulver und Knoblauchpulver verwendet werden. Und es muss in kleinere Portionen gleich von vornherein eingepackt werden. Also am besten solche Vakuumgläser oder Tupper, dass so wenig wie möglich Luft drin ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass also 3 Tage, 4 Tage kein Problem ist. Also die Haltbarkeit wird immer verbessert, wenn man kleine Portionen das nimmt. Wenn man es fester haben würde, man könnte zum Beispiel Leinsamen drunter machen. Aber ich möchte euch raten, ich kenne jetzt euch alle nicht, aber überlegt euch genau, wann ihr was macht. Wollt ihr Leute gewinnen oder habt ihr sie schon gewonnen? Wenn ihr Leute gewinnen wollt, dann dürft ihr nicht zu viele Experimente machen. Sonst gewinnt ihr sie nicht, sonst verliert ihr sie. Wenn ihr aber schon dran gewöhnt seid, dann stört euch nicht, dass der Leinsame drin ist. Und vor allen Dingen wäre es ratsam, wenn man Leinsamen nimmt, man lässt ihn praktisch, man würde im Mixer den Leinsamen reinmachen, würde das Seidentofu drüber ausgießen und würde das so 10 Minuten stehen lassen, dass der Leinsamen erstmal quillt, dass der Effekt, dass ihr euch verspricht, dass es dicker wird, dass man den hat. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt nehmen wir das Rezept Humus. Ist gar nicht so weit weg von hier. Und zwar haben wir das auf Seite 76. Und hierzu brauchen wir Kichererbsen. Jetzt könnt ihr alle euren Schreibstift zur Hand nehmen. Da ist ein Druckfehler drin. Und zwar sind es 300 Gramm gekochte Kichererbsen, nicht 600. Ja? 300. Jetzt machen wir das doppelte Rezept. Oder das Dreifache. Dreifache schaffen wir auch. Mal gucken. So, wunderbar. Dann geben wir einem dreifachen Rezept etwas Zitronensaft. Manche mögen das nicht. Kleines bisschen Zitrone. Dann geben wir Sesammus dazu. Das haben wir hier. Das rühren wir kurz um. Ah, ist schon umgerührt. So, 3 Esslöffel. Das schütten wir gleich, sonst ist die Hälfte am Löffel. Das sind gute 3 Esslöffel.
Dann kommt dazu 2 Esslöffel Olivenöl. Dann heißt es 6 Esslöffel, wenn wir die dreifache Menge haben. Oh, wer ist da so ein Schwabe hier? Mein Sohn hat gesagt, lustig wird's, wenn 2 Schwaben zusammenkommen. So, dann kommt Salz dran. In jedes Rezept 1 Teelöffel, also kommen 3 rein. Und dann kommt Wasser dazu. Jetzt tun wir das erstmal ein bisschen grob mixen. Und dann kommt das Wasser dazu, dann geht es besser. So. Ganz normales Wasser. Wir sind normale Leute. 360 Gramm. Dreifache Menge. Ich möchte mich auch bedanken an der Stelle für die E-Mails von gestern Abend per Livestream. Ich werde die zu Hause beantworten in aller Ruhe. Heute nicht mehr. Gut. Unser Hummus ist fertig. Mit dem Hummus kann man das wieder essen zu Reis oder zu Kartoffeln oder Nudeln. Man kann es essen zu Pita-Taschen. Man kann es essen zu Chips als Dip. Und man kann jetzt, wenn ihr lustig seid, können wir das auch gleich probieren. Man kann auch Mais drunter machen und geschnittene Zwiebel. Oder man kann es so auch als Brot, ja, gedacht ist heute als Brotbelag. Können wir das dann machen. Gerade ein bisschen probieren. Wunderbar, exzellent. Könnte nicht besser sein. Wir stellen den Zuckermais und die Zwiebeln geschnitten extra hin. Und ihr könnt es dann selber ausprobieren, wer will. Nicht jeder mag Zuckermais und nicht jeder mag Zwiebeln. Und dann kann jeder selber wählen. So, jetzt haben wir es geschafft, unser Hummus. Oh, jetzt haben wir was vergessen. Gut, jetzt machen wir unsere Salatsoße. Und zwar für den Weißkrautsalat. Jetzt muss ich gerade gucken. Das machen wir hier drin. Und zwar, die ist so klassisch, die Salatsoße, dass sie nicht klassischer geht. Dazu brauche ich Wasser. Und zwar, ich nehme so viel Zitronensaft, so viel Wasser. Eher mehr Wasser als Zitronensaft, wenn man es nicht genau hinkriegt. So. Dann kommt 1 Teelöffel Salz dazu. Für die große Menge. Dann mache ich 2 Teelöffelchen Gemüsebrühgranulat. Das ist die Wellness-Reformsuppe. So. Das ist jetzt die Salatsoße für rote Beetesalat und für Weißkrautsalat. Das ist eine klassische. Und dazu kommt beim Weißkraut noch ein bisschen Olivenöl. Und das war das dann alles. Und um einen guten Weißkrautsalat zu bekommen, brauchen wir, dass er mit den Händen gedrückt wird. Weil Weißkrautsalat ist so ein bisschen fest
Und wenn man den drückt, dann wird er richtig, richtig fein. Weißkraut ist sehr bekömmlich und sehr